Hallo, verehrte Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Together. Irgendwie. Together. Irgendwie und auch nicht. Im Rahmen von Poké MMO. Und wir stehen hier vor dieser allseits beliebten und bekannten Disco. Die Disco Eich. Man hört den Bass bis draußen hämmern. Ja, wir imitieren das jetzt einfach mal, okay? Ja. Bereit? Die Macht ist stark in dir. Okay. Ja. Fangen wir an. Genau. Wo haben wir aufgehört? Wir hatten unsere Pokémon erreicht und hatten den ersten Quest für den alten Herrn Eich. Ja, ne? Die habe ich schon abgeliefert. Ja, ich auch. Wir haben eine Karte uns geholt und ich wollte meinen Taubsi fangen. Und ich wollte, auch was fangen. Ein Taubsi. Meine Chance. Oh. Radfratz. Ja, warum nicht? Fight. Okay, ich werde jetzt gleich mal meine neue coole Attacke ausprobieren, nämlich Bubble. Na los, Charmander. Ich mein Blut-Attacke. Okay. Da werde ich mal kurz meine Controls Pokéball. Los, fang es! Fang es! So. Back. Pokéball. Wow! Ich habe einen Rattata. Und gleich noch einen Taubsi, das schaffe ich. Ich fange mal erstmal nur einen Taubsi. Yay, Pidgey was caught. Und? Ja. Du bist eigentlich jetzt hier. Ich bin über dir. Das schaffe ich noch, das schaffe ich. Ich sehe dich schon wieder nicht. Das schaffe ich locker. Pokéball. Warte, ich sehe dich unten da herumlaufen. Aber bist du das? Ich bin ober beim Feld, ja. Ja, warte, ich ändere nur kurz was an meine Settings. Ich ändere die Settings zurück von... Ja, ich habe jetzt einen Pauz und einen Radfahrt. Weil dann kann ich die Maus komplett wegparken. Weiß nicht. Ach so, warte mal. Da oben steht sie ja. Ich hoffe, den Mauszeiger sieht man jetzt wieder. Tja, Biatch. Alter, fang nicht damit an. Ich bin vorher von zwei pubertierenden Frühreifen zugespammt worden. So. Ich level, könnte aber noch mein Dings könnte noch ein paar Level vertragen. Los, Shiggy. Boah, 24 XP, das ist viel. Ach, da oben bist du schon wieder. Ja, ich bin schon mal vorausgelaufen ein bisschen. Ich muss vielleicht die Textgeschwindigkeit auch ein bisschen höher stellen. Das werden wir alles dann noch im Laufe des Let's Plays ein bisschen genau durchnehmen. Aber ja, hast du dich eigentlich schon genau umgesehen in der nächsten Stadt? Noch nicht. Aber ich weiß, wo das Poké-Center ist. Ja, das auch. Ich habe auch einen kleinen Poker rumgemacht. Ich kenne mich jetzt ungefähr aus. So, bist denn du da? Bist du schon oben wieder? Ja, ich bin schon im Pokémon Center und habe mir meine... Ja, ich muss meine Pokémon auch mal heilen. Meine Kompanie geheilt. Da bist du ja. Jo, ich schau mal in den Pokémon Markt rein. Was haben denn alles? Ich habe 80 Dollar. Wow. Ich kann mir mal viel leisten, Leute. Bist du reich? Ja, ich habe 80 Dollar, Mann. Ich muss mich kurz mal muten. Gregor, unterhalte die Menge. Ich könnte ein bisschen Beatbox gehen. Also gut, wir kaufen sie erstmal im Pokémon-Markt. 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 Was können wir denn alles kaufen? Okay, das ist alles, was wir kaufen können. Wir haben... 0G. Wow.
da. Ich habe überhaupt kein Geld. Was macht der Patrick hier auch immer? Was der Patrick hier auch immer machen will. Und wo immer er sich auch gemutet hat. Ich kaufe ihm jetzt einfach mal nach. Was ihr hier seht, ist der Paarungstanz des Pokémon-Spielers. Oh Gott. Ugh. Hm, ist hier nicht der alte Opa vorhin gelegen? Hm, das muss er sein. Alter Opa, Mann. Kann ich ihn vielleicht von der Seite ansprechen? Gar nichts. Schnecken. Kann ich allgemein wieder ansprechen gehabt? Ah. Dieses Pokémon, diese Arena ist immer geschlossen. Ich wundere mich, wo der Arenaleiter steckt. Muss mich kurz ein paar Vokabeln wieder zurückgehen. So, wo bleibt denn hier der Patrick? Okay. Ja, müssen wir ein bisschen mal mit ihm beraten, was wir jetzt machen sollen. Na klar, aber das ist die ganzen Leute, die ich schon letzte Episode genommen habe. Jardania, oder? Hm. Okay, das ist ja kein Let's Play. Aber ich... Patrick, wenn du mich hörst, dann bleib stehen. Wow. Naja, während der Patrick hier kämpft, ich mache jetzt hier mal aufs Mumble. Und dann... schreib ich ihm Gregory 24 DIGGH talk to Emmy. Na, wird einfach mal auch ein bisschen mit dem Pokémon kämpfen. Nee, yeah. Ein wildes Radflatz erschien. Los, Squirtle. Blubber. Wow. Tja, dann fangen wir mal eine Pause machen. Ich finde das ja auch super hier, was er hier so gerade so abzieht. Tja, Leute, ich unterbreche das Let's Play hier mal kurz und... Halt, stopp, ich bin da! Digga! Wir machen das ja ganz oder gar nicht. Ja. Ja. Alter, früher bei Minecraft hast du auch gesagt, ich soll zurückschreiben. Ja, früher. Das ist früher, egal. Ja, aber auf jeden Fall heißt zurück telefonieren und nicht hier nicht präsent sein. Auf jeden Fall, ich war halb präsent. Auf jeden Fall, schöne Grüße von meiner Freundin. Das gefreut uns alle. Ja, interessiert uns alle zwar nicht, aber trotzdem danke. Ja, ich weiß. Also Patrick, hast du eine Idee, wo wir hin müssen? Nein. Ich müsste mich erstmal noch mehr in der Stadt umschauen, um vielleicht eine Quest sammeln. Ja, ich habe mich letztes Mal in der Stadt schon ein bisschen umgeschaut. Oh Gott, den habe ich voll schon. Diese Pokebälle an deinem Gürtel. Du hast Pokémon, nicht? Nein, an deinem Wanst. Ja, Gürtel hört sich einfach besser an. Ein Pokeballgürtel, stellst du dir so vor. Oh. Es ist großartig, dass du Pokémon jederzeit mittragen kannst und überall.
Wo bist denn du hin? Ich bin nach oben gegangen. Ah. Warte auf mich, warte auf mich. Mann. Ja, da bin ich schon. Poker-Trainer. Das sind keine Trainer, hier waren normal, wären normalerweise Trainer, aber ich glaube im Multiplayer gibt es keine Trainer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe ein Battle gegen einen Taubsi. Jedenfalls, ich habe immer noch, ich habe 0 Geld. Ich habe 80 Geld. Dieser Baum sieht aus, als könnte er zerschnitten werden. Aber du hast noch nicht den gebrauchten Orden. Den benötigten Orden. Wow, den gebrauchten. Der Typ ist gerade drüber geküpft. X. Oh, X on that one. Okay, ich muss jetzt an meiner Aufstellung was ändern. Ach, so geht das. Schön. Tja, ich behalte mir einfach mal das Taubsi als Sklaven. Ne? ja. Okay, gehen wir da hoch, oder? Wie kann man eigentlich das Team ändern? Einfach in der Party herumziehen. Da rechts am Bildschirmrand. Ma, wie cool ist das? Geil, haben wir auch gedacht. Ich hab's einfach probiert mal. Ich glaube, hier geht's in den Verdania-Wald, nicht? Ich hab die feuerrote Version nie gespielt. Radfratze sind vielleicht klein, aber unterschätze nicht ihren Biss. Hm. Hast du dir schon eins gefangen? Nee. Oh, ein Baum. Gehst du in den Verdania-Wald? Es ist ein natürlicher Irrgarten. Sei vorsichtig, dass du dich nicht verirrst. Wie ermutigend. Gell, ich glaube, ich gehe vielleicht zurück und hol mal, na. Warte, ich bin rechts, ich bin, ja, links da. Sehe schon. Ich kämpfe gegen einen Baumpöll. Vielleicht könnte man was Gegengift dann so holen, weil ich meine, ich habe zwar kein Geld, aber... Ich kann mir noch nichts kaufen, also ja. Wow. Töte. Ein Metapod. So. My Metapod is harder than yours. Pidgey uses Tackle. Wow. Ich habe das Gefühl, es wird lange dauern. Oh, ein Hornliu. Weeble. Gibt's hier Pokémon-Sounds eigentlich? Ah, nö. Schade. Alter, das Ding steigert seine Verteidigung bis ins Unendliche. Es ist auch ein Metapod, was soll's tun? Kannst du fangen versuchen. Aber die Gegenfrage, ja, ich brauch's ja sowieso für den Pokédex, ne? Warum Charmander auf Level 8. Ja, jedenfalls, also. Wir sollten eigentlich dann mal uns ein bisschen mehr auf die Orden konzentrieren. Ach komm. So unbemerkt in die Länge ziehen, das Play ist doch gut so, oder? Ich schmeiß meine Pokémon drauf. Aber ich will einfach starke Pokémon haben, lass mich. Was denn? Yeah, ich habe einen Metapod gefangen. Und ich höre mich gerade ein bisschen im Hintergrund Echo. Echo. Test. Jo, ich höre mich gerade im Hintergrund Echo. Oh, ein Taubsi auf Level 4. Okay, was machen wir? Jo, wir sollten eigentlich durchsuchen, ne? Ja, erstmal Pokémon heilen nachher. Trainertipps. Wenn deine Pokémon schwach sind und du kämpfen ausweichen willst, dann bleib fern. Dann bleib von hohem Gras weg. Oh, Pokéball. Ich habe Pokébälle auf Pokémon geworfen, aber dann hatte ich keine mehr. Kakuna. Das ist der Grund, warum du niemals genügend Pokébälle haben kannst. Kakuna Matata. Hier liegt ein Item. Alter, Kakuna Matata. Ich habe einen Trank gefunden. Ich habe auch gleich was gefunden. Nein, der Typ will hier gerade $15,000 von mir haben. Schnecken. Ja, ich muss hier besser vorbereitet herkommen. Vielleicht noch ein paar Level. Na los, Taubsi, tackle es nieder.